Es elefantete am Samstagabend überall im Hammamaxi-Park. Zur zweiten Elefantenparade nach 2004 war nicht nur reichlich lokale Prominenz anwesend, die Elefanten standen im Mittelpunkt. Nach dem Erfolg von vor 5 Jahren organisierte die Agentur Stadt und Raum erneut eine Elefantenparade. Dazu verkleideten sich sogar einige Gäste als Rüsseltier. Die Tanzschule Anke Lux zeigte Auszüge aus dem großen Elefantentreffen. WATV war vor Ort und sammelte Eindrücke. Presserüssler, Künstler, Klaus Behlau, Sponsor Westfälischer Anzeiger. Ein Elefant hatte es nicht bis zum Maxi-Park geschafft. Er stand vor der Maxi-Park-Arena. Es war der HSC-Elefant, der dort feierte. Eine ausführliche Berichterstattung zur Elefantenparade entnehmen Sie den Westfälischen Anzeiger.